Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Essen Motor Show 2023 geht weiter. Hallo. Es gibt mir wieder ein schönes Messevideo. Diesmal laufen wir allerdings nicht wie auf der Motorsportmesse einfach rum. Alter, eigentlich müsste der Typ von der Motorsportmesse hier sein, ne? Ja, ja. Das war legendär, ne? Das war also, was der an Sprüchen rausgekloppt hat. Size does matter. Lasst euch nichts von eurer Freundin erzählen. Größe ist wichtig. So. Nee, wir haben uns überlegt, wir machen das. Ein Teil von der Essen Motor Show ist auf jeden Fall immer die Tuning Experience von Sven. Ja. Muss man wirklich jedes Mal wieder sagen, die Auswahl der Autos. Ich bin nur einmal durchgelaufen. Ist wirklich. Also, ich glaube, es wird schwer, bessere Autos zu finden. Das stimmt. Also ist schon krass die Auswahl. Ich finde es geil dieses Mal mit dem Schild. Also es ist so eine richtige, es ist halt jetzt eine, nicht nur eine Autoausstellung, sondern man kommt aus der Halle 6 hier rein und es sieht irgendwie besonders aus, finde ich. In diesem Jahr finde ich das Ganze auch viel wertiger. Ja, ja, allein das ging immer unter. Jetzt ist es ja eine richtig geile Halle mit wirklich schön in zur Show gestellt, so, das Ganze. Und auch, was auch viel ausmacht, dass sie drumherum Stände gemacht haben. Genau. So, ne? Dass drumherum ein paar Stände sind, selbst wenn es nur ein paar sind, sieht das gleich hochwertig aus. Messe bisher gut, entspannt? Ja, also ich bin sehr überrascht. Wir haben auch tatsächlich dieses Mal ein bisschen das Problem mit Filmen. Also was heißt Problem? Es ist jetzt gerade Donnerstag, Mittag und es ist voll. So, es war Montag voll, Dienstag voll, Mittwoch voll. Genau. Also unter der Woche wirklich, also das erste Wochenende, bin ich der Meinung, war ein bisschen schwächer als das Jahr davor. Naja, doch, also die Schlange vor der Tür, die war nicht so krass. Also ich kann nur für die Halle 7 sprechen. Es war kein Platz mehr zum Durchgehen. Ich bin 30 Minuten zur Toilette gegangen. Hin zurück, 30 Minuten. Aber jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch war auf jeden Fall. Ja, war auch voll, sehr voll. Ja. Ja, bist du schon mal durchgelaufen oder noch gar nicht? Nur zum Auto. Weil dein Auto steht auch hier, ne? Genau. Können wir uns gerade nochmal angucken. Was sagst du zu Riga oder so, zu den Dingern? Ganz ehrlich, das kommt gerade wieder. Es stehen ja einige Riga-Umbauten von früher hier. Kadett EGC16 vorher vom Enrico. Der Corrado, früher mochte ich es nicht, mittlerweile finde ich es wieder cool. Hatte ich eine geile Geschichte dazu. Wir waren auf einem Grip-Event, da machen wir immer diesen Concours der Coolness, da suchen wir vom Zuschauer ein paar Autos. Ja. Und da hatte einer, da hatte der Vater damals einen Riga, der hat den kaputt gefahren und beiseite gestellt. Und jetzt hat der Sohn ihn fertig gemacht. Geil. So, ne, 20 Jahre später. Ja, also mega. Wirklich. Vor allem sind die auch mittlerweile teuer, ne? Ja, ja. Also es gab Zeiten, da weiß ich noch, da war so ein Riga Golf, der billigste im Internet. Richtig. In Anführungsstrichen, weil es keiner haben wollte, ne? Und jetzt der teuerste. Also mich persönlich würde es definitiv auch reizen, einmal so in der Richtung so ein Auto fertig zu machen. Ja. Weil es ist ja schon irgendwie eine geile Form, ne? Weißt ja, du, nein, ist, klar. Ist jetzt ja nicht so, dass so Seitenteil hinten kann man immer so mit dem Lufteinlassen so drüber streiten, ne? Aber vorne so unten mit der Stange und so ist schon geil. Es kommt ja auch immer auf den Stil an, was du machst. Früher sind sie ja dann die kleinen 15 Zoll mit riesen Tiefbett, so dicken Gummi gefahren. Jetzt haben sie es natürlich mit größeren Rädern noch mal anders zur Show gestellt. Und die Autos sind ja auch tiefer, wie die es damals gefahren haben, ne? Mit tiefen Gewinde oder Luft oder was auch immer. Sieht es halt noch mal anders aus. Also das ist in der Halle hier eh krass. Also ich glaube, gefühlt hat ja kein Auto eine normale Höhe hier. Ne? Aber ich kann dir eins sagen, bist du schon mal durchgelaufen? Nee, also nur einmal durch nach hinten. Aber also ich nicht. Sage dir, es stehen ein paar richtige Brecher hier. Ja. Also es wird eh passieren, dass der ein oder andere sagt, dass wir nicht jedem Auto gerecht werden, weil eigentlich hat jedes Auto was Besonderes. Ne? Ja. Und es ist viel. Nee, ist auch so. Ist auch so. Natürlich, manche Autos hatten wir in Hannover bei den PaceStays schon und auch letztes Jahr auf der Tuning Experience hier. Also so ein bisschen. Wie stehst du zu Amis? Ja, ehrlich gesagt sehe ich sofort, was hier in Arbeit drin steckt. Alleine, super, mega. Alleine die Lackierung ist halt schon krank. Das Konzept in Summe ist nicht ganz so meins. Weißt du, weil ist ja schon wild, das Ding. Jo. Schon wild, alleine auch mit. Ja, mit Auspuff in der Seite, den Felgen, die Lackierung, schon krank. Anderer Stil von Auto, guck mal, aber eine Menge Arbeit. Okay. LS Race Motor. Überleg mal, 51er, lecker mio. Ja, das ist halt ein Auto, das ist wirklich ein reines Showcar. Ja. Also, das ist so, das ist auch so ein bisschen SEMA Amerika Tuning Style. Da weißt du, auch so es sind so ganz viele individuelle Teile, was ja ein bisschen wie so ein Filmauto aussieht. Ja, genau. Ist ja so ein bisschen wie so ein Filmauto. Ah. Ja, das kann ich gut sehen. Da standen wir schon mal vor mit, das war glaube ich auch PS-Days, mit dem Wasserbehälter in der Domstrebe. Ja, genau. Und aber so cool gelöst. Und dieser Krümmer so. Aber geiles Konzept. Schon cool, ne? Ja. Ja, BWS Rennsport. Ja, das ist geil.
Ja, die Vielfalt ist extrem, ja, finde ich. Guck mal alleine, ne? Naja, die, hat irgendwie was. Die Vielfalt ist wirklich krass, weil die Mischung aus Honda, Golf 1 und Ami. So, weißt du, auf der anderen Seite geht es weiter. Ferrari, Rolls-Royce. Ja, so, weißt du, boah. Also habe ich in Polen gesehen, wirklich eins meiner Favorites. Und dann so ein Mazda. Das kann was. Rolls-Royce. Und was halt auch geil ist, dass es zu jedem Auto mal Datenblatt gibt, ne? Ja, genau. Das ist halt schon cool. V8, 7 Liter Hubraum fast. Silverspur. Das ist schon echt Chef, das Ding, ne? Hätte man so als Oldtimer gar nicht auf dem Schirm, ne? Nee. So 0,0... Ich denke mir mal, die Wartung, Ersatzteile kosten ein Vermögen. Ich habe da kein Gefühl für. Ich könnte 0,0 einschätzen, was das Auto kostet. Ob wir hier bei so einer Basis eher von 20, 50, 100, 200.000 Euro kosten, bei so einem Rolls-Royce Oldtimer. Weil normalerweise ist Rolls-Royce ja ein Auto, wo du eher aktuell gerne mit durch die Linke gefahren werden willst. Ja, ja, genau. Weiß nicht, ob es da so ein Oldtimer ist. Aber hier hatten Joni und ich tatsächlich darüber gesprochen, dass man so ein Ding eigentlich mal ziehen müsste. Nicht als Pickup, sondern ja, den gibt es ja auch als... Geschlossen. Genau. Ja. Aber guck mal, da waren wir. Das ist der gleiche Besitzer wie den 126er, den kennst du auch optisch, der grüne Polski Fiat 500, sagt man ja dazu. Ach so, ja, 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 weiß ich. Das Auto, was auch ganz lange Zeit immer hier war, ja, der so ultra auf dem Boden, Räder, Schnur, ja, genau, und so weiter. Ne? Der Horny. Das muss quasi auch ein Umbau von ihm sein. Geil. Cooles Auto. Finde ich übelst witzig. Da überleg mal, wie klein das ist. Ja. Wir haben gestern noch über das Golfkart gesprochen, ne? Das ist ja nicht weit vom Golfkart entfernt. Die Idee, wenn das kommt, das wird gut. Krass. Aber hat sich auch Mühe gegeben, ne? Guck mal, die ganzen Verschraubungen hier und so. Ich glaube, der hat den voll restauriert, oder? Ja, klar. Der ist ja auch hier wieder, da werden auch wieder etliche Sachen umgebaut sein, dass man das überhaupt so tief hinbekommt. Ja. So, auch hier an den Seiten, diese ganzen Bleche und so. Geil. Ja, sehe ich das drin. Das wäre mal ein Projekt. Ja, Phil durch Hannover, in dem Koffer. Geil. Ja, hier, sag ich ehrlich, ich weiß, mögen nicht viele, aber ich mag diese Ami-Dinger. Ich habe zwar gar keine Ahnung davon, was das jetzt ist, ob das ein Dodge ist oder weiß der Geier was. Da bin ich echt raus, aber ich finde die Form einfach mega geil. Wobei, das müsste doch ein... Ist das ein Challenger? Das ist ein Challenger, oder? Ja, ja. Oder ein Charger. Ein Charger ist er, glaube ich. Charger. Charger, ja. Habe ich keine Ahnung von. Aber Charger, geil. Charger. Ist halt so richtig böse, ne? Ach, 6,2 Liter. Abo. 707 PS. Ja, das geht. Ah. Da steht das Gegenstück. Ja. 126er Zustand auch schon in Hannover vor. Ja, vor allem hat der nicht sogar Lancia Delta Integrale, ja, Turbotechnik drin? Ja, also der, da ist großer Motor hinten. Der hat doch sogar das mit dem Spoiler wie beim Porsche, ja, gemacht, ne? Boah, Philipp, der Ferrari, ne, der macht mich ganz, ganz fertig, ehrlich. Oh, Mann, ey. Also, man muss ganz ehrlich sagen, also wir kennen die Essen Motor Show ja anders als ein unbeteiligter Zuschauer. Ja. Aber ich glaube, also am Wochenende waren meine Eltern zum Beispiel zu Besuch hier. Wenn man hier durchläuft, nur zum Autos gucken, ist das schon krass. Ja. So, ne, weil hier stehen Autos zwischen. Also ich glaube, ein Externer denkt sich, boah, Alter, wie krass diese Tuning-Szene in Deutschland, wo kommen diese ganzen Autos her, ne? Und ich glaube, man hätte da gar nicht mit gerechnet. Weil aber die Qualität ist auch wirklich gut geworden. Ja, ja. Nee, nee, es ist... Was sagst du zu sowas? Geil. Das feier ich hart ab. Eigentlich ist das ja auch genau deins, beziehungsweise es war ja auch schon immer so, dass man Oldtimer genommen hat, einfach nur Flachfelgen drauf, fertig. So, ne, das ist jetzt halt mittlerweile... Ich sehe uns da beiden so dermaßen drin. Wirklich, feiere ich ganz hart ab, das Auto. Schön immer Weihemd. Oh, ja. Geil. Einfach und geil. Was ich über die Jahre so ein bisschen gelernt habe, eigentlich sind solche Autos auch in Anführungsstrichen die Autos, die Sinn machen für diese ganze Liebe. Mhm. Weil wenn du so ein Ding in unserer Qualität durchrestaurierst, dann geht es ja preismäßig nur um. So, ne? Wobei die Restauration halt auch dann achteckig kostet, ne? Ja, klar, aber weißt du, am Ende ist es egal, welches Auto du lackierst, welche Achse du pulverst und so weiter, ja, ne? Wobei ich bei so einem Auto nicht mal weiß, ob der komplett restauriert jetzt ist. Ich denke aber schon. Ja, wobei, ja, keine Ahnung. Doch, doch, ich denke schon. Ich denke mal, die sind generell in einem guten Zustand, weil man so ein Ferrari halt immer irgendwie gepflegt hat, ne? Wie so ein Golf oder sowas. Mhm. Ja, Lotus auch geil. Ja, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erkannt. Lotus, was ist das? Esprit S3? Ja, Esprit, ja. Da steht noch einer da hinten. Hätte ich jetzt so gar nicht. Aber geile Form, guck mal, wie flach der ist. Ja, vor allem wie flach der vorne ist, ne? Ja, ja. Hier, der fährt auch richtig ernst mit dem. Der war in Polen beim Driften. Hier dieser, was ist das hier überhaupt? Datsun. GX
1200, Baujahr 71. Hat doch richtig Sturz, ne? Ja, hat auch Leistung. 2 Liter Turbomotor drin. Geil. Rechtslenker. Geil. Eigentlich auch cool, die Mischung halt, ne? Das ist nicht nur... Alle Marken irgendwie vertreten. Und auch alle Stile. Ich weiß noch, es gab mal eine Zeit, da hat man am Wörthersee überall 10, 20, 964 immer gesehen. Ja. Da gab es wirklich ganz, ganz, ganz viele 964. Das ist definitiv, finde ich, weniger geworden. Ist es auch. Du siehst sie nicht mehr so oft. Entweder sind die jetzt noch teurer geworden, dass so ein bisschen, dass man so ein bisschen seine Meinung dazu ändert, ne? Klar, Einser, den kennt man halt auch schon seit eh und je, aber geil. Aber diese Einser-Szene ist auch irgendwie nie ausgestorben, ne? Nein, einziges Golf. Golf ist Golf. Nein, aber gerade Einser war ja immer so dieses nochmal obendrauf. Ja, vorhin Golf war immer genau so, wie er da steht. Das war, als ich angefangen habe, das Maß der Dinge. Okay, Philipp sollte seinen Einser bauen. 2 Liter 16V mit Doppelweber, weil dieser Motor passt da halt einfach perfekt rein. Weißt du, der sitzt nicht zu weit vorne, zu weit hinten, zu weit links, zu weit rechts, sondern es sieht einfach nur geil aus, auch weil du den Motorraum so ultra clean hinkriegst. Und dann halt, weiß ich, da kam dieser 165, 45, 16 Reifen raus. Ja, ja. So, ne? Und schon sind halt 105, doch, ich glaube so 165 war es, 185. 7x17 oder 6,5x17, 165 irgendwas? Nee, 185, 35, 17. Ja, dann ist es 7,5x17. Alter, krass, wie das halt einfach mal so gar keine Pelle ist, ne? Ja, ja. Das ist ja wirklich... Der hat sich ja damals vor 10, 12 Jahren auf dem VR6, das fährt einfach... Du denkst, du fährst auf Felge. Aber Farbe finde ich geil für einen Einser. Ja. Hätte ich mich persönlich niemals getraut, aber wirkt irgendwie auf dem Auto, ne? Aber ich glaube, beim Einser kannst du auch alle Farben fahren. Ja, ist auch so. Da kannst du wirklich alles drauf machen. Aber krass, hätte ich nicht gedacht, dass 17 Zoll ist, weil so groß finde ich, sieht es dann auch nicht aus, ne? Ja. Ja, aber es gibt halt diese Ami-Szene einfach, ne? Das ist schon krass. Ja, klar. Aber Alter, was das für ein Riesenkoffer ist, ne? Vor allem, was ist das für ein Rad? 22 Zoll. Auch so wie das, aber dass das trotzdem so reinpasst ins Radhaus, ne? 10x22. Das geht. Aber auch mal ganz geschmeidige 5,7 Liter. Ja. Aber du kannst mir erzählen, was du willst. Schwarz ist aber geil. Schwarz ist einfach. Wenn das nicht so pflegeintensiv wäre. Okay. Was ist das denn hier? Was ist das? Das Daihatsu. Daihatsu. Ist auch so ein kleiner Lieferwagen. Hi-Jet. Ja, aber der hat hier Gitterrohrrahmenmäßig. Ja, der Rahmen wird für die Optik da drin sein. Ja, wobei das Fahrwerk ist da angebunden. Guck. Ja, stimmt schon, ne? Da Fahrwerk, alles dran. Hat schon eine tragende Funktion auf jeden Fall. Ja, das. Aber warte mal. Ey, nein! Das ist komplett alles umgebaut. Nee, stopp. Guck mal. Der Antrieb vom Motorrad geht hinten auf die Achse. Ja, ja, klar. Hä, wie? Der fährt mit dem Motorradmotor. Ach, du Heiliger. Ja, das okay, ist ja das Besondere. Das ist das Besondere. Guck mal hier, selbst schalten und so weiter. Yo. So, ne? Also der kann. Also eigentlich fährt das Motorrad das Auto. Ja, genau. So, aber so umgebaut, dass du halt ganz normal Kuppeln, Gas geben kannst und schalten kannst. Ne? Weil uns da deine Arbeit drin steckt. Ja, vor allem für solche Autos, weißt du? Und sowas ist ja auch nicht mal eben so gebaut, weil du kommst von einem Problem zum nächsten, weißt du? Ganze Vorderachse fertig gebaut, Sitze reingestellt, oh, auf einmal wird es dann doch wieder zum Dogen ganz schön eng und so, ne? Ja, schau mal, wenn du da jetzt sitzt, du hast ja gar keinen Platz mehr mit den Knie. Ja, du hast die Füße halt oh, wie in so einem Bus, ne? Also. Boah, wenn du damit irgendwo reinfährst, dann sind die Beine weg. Alter, Auspuff sieht fast aus hier wie unter der Limo. Und dann halt, das ist halt 1:1 japanisches Tuning. So der Auspuff so nach oben raus, ne? Ja. Vor allem, guck mal, das ist eine komplette Achse vom, also Eigenbau so kartmäßig. Einfach Starrachse drin, fertig. Müsste eigentlich übelste Driftbude sein, also der muss eigentlich da, theoretisch müsste er damit rumgedriftet sein, ne? Ja, du, wenn du die Vorderachse mit dem Sturz anguckst, glaube ich, driftet der. Ja. Boah, das Jaguar Coupé ist aber auch Chef. M3 F80 ist für mich bis heute ein underrated Auto, finde ich. Also ich finde, man sieht die relativ selten dafür, dass sie so geile, dicke Backen haben. Definitiv. Ja, ich glaube schon, dass sie beliebter sind als M4, die sind ja auch deutlich teurer. Ja, ja. Sie waren seltener. Ja, aber man sieht schon viel, viel mehr gemachte M4s als M3s. Ja. Das meine ich damit. Weißt du? Nee, M3 war eigentlich immer so das... So, und ich finde auch, kann aber sein, dass die Zeit einfach in dem Moment an mir vorbeigegangen ist. Ich finde auch, dass man jetzt aktuell die G-Modelle
viel, viel krasser sieht als ein F80. Also ich sehe öfter einen G80 82, als dass man so einen gemachten F80 sieht. Das werden mittlerweile auch Liebhaberautos. So. Viele finden den ja auch schöner als den neuen. Ich finde ihn übelst geil. Also, ich finde den auch gut. Also für jemand, der eine Limo mit Leistung haben will, der so ein potentes Auto haben will, finde ich, ist das Ding perfekt. Ja. So, ne? Also dafür. Also. Guck mal, die Karre aussieht. Der. Boah. Also ich glaube schon, dass es hier ganz viele Leute gibt, die das wird niemals sein erstes Projekt gewesen sein, sondern die haben alle 1, 2, 3 Projekte schon hinter sich und überlegen sich halt einfach, was kann man jetzt so als nächstes bauen, ja, was halt noch keiner mal gebaut hat. Ne? Genau. Nee, mittlerweile merkst du auch, die suchen Autos, die es noch nicht in der Tuning-Szene gab. So. Und aber da fährt doch stabile Tiefbette, ne? So, dazu zählt halt Jaguar, Rolls-Royce. Genau. Ist halt schon viel, ne? Hat auf jeden Fall Style. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so mein Jaguar-Modell. Ja gut, kaufen würde ich mir nicht, aber ich finde geil. Also irgendwie das Heck, also vorne finde ich geil, auch gerade so diese Haube mit den Einlässen. Mhm. Rechtslenker. Guck mal, 993, siehst du auch wenig. Mhm. Ja, die sind definitiv aber zu teuer, zu wertvoll. Ja. So. Und da gab es auch generell nicht so viele von. Aber ich glaube auch sogar mit Absicht als Rechtslenker. Weil das natürlich auch noch mehr zieht als Linkslenker. Ja, die Frage ist auch, gibt es denn überhaupt das Linkslenker? Ich habe das Auto noch nie vorher gesehen. Noch nie. Ja. XJS Coupé. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, welche Autos wir noch gar nicht gesehen haben hier. Also gefühlt muss Sven sich eine Liste machen, so mit Kreuzchen. Ja, das Auto habe ich, das Auto habe ich, ja, das habe ich, das Auto. Weil es ist ja wirklich... Es sind auch viele Autos, ne? So, alles. Guck mal hier, der Avant. Finde ich auch geil. Mhm, R2. Boah, mega. Nee, ist doch kein S2. Ist das nicht ein S2? Nee, ist ein S2. S2, ja. Aber die Farbe, alles, geil. Doch. Wobei die Karosseriemäßig ja bis auf Stoßstange und Spiegel gleich sind. S2 und R2. Also R2 ist nicht irgendwie breiter oder irgendwas, sondern R2 hat dann die Spiegel vom 903 dran. Genau. So, und halt vorne diese typische allererste RS-Stoßstange mit dem, das in der Mitte tiefer ist und außen kleiner wird. Ja, und mehr Leistung und all so ein Zeug. Ja, kleine Motor ist komplett anders. Heckklappe war noch anders. Viele Sachen. Ja, ein einziger Tesla hat es tatsächlich auch hergeschafft hier? Nee, da vorne schon einer. Stand schon einer? Ja. Da bin ich zufälligerweise dran vorbeigelaufen, hab ihn nicht so gejuckt. Also, F-Modell Porsche ist einfach geil. Mhm. Hat so, boah, ist so klassisch sexy einfach irgendwie. Ich stell mir mal vor, wir beide, weißt du, so irgendwann in 10 Jahren, bist du 40, Mitte 40, Hemdchen, siehst dich aus wie so ein junger Typ, fährst vors Café. Boah, geil, irgendwie weiß ich nicht. Ja. Aber dann wird sich aber doch eher im Ferrari sehen. Ja, egal. Nee, F-Modell geht auch. Oder hier, so Speedster-Nachbau, auch Chef. Guck mal, wie die Karre aussieht, ey, bitte. Wenn du da in Düsseldorf auf der Kühe vorbeifährst, kannst du alles andere einpacken. Gut, dass du sagst. Da werden wir nochmal ein Video zu machen. Der kommt bei uns aus der Gegend, der war bei mir beim Stand. Ja. Das Ding hat 200 PS. Ehrlich? Ja. Der ist komplett durchrestauriert. Ja. Und hat so einen komplett gemachten Kopf, wirklich mit CNC-Köpfen und so weiter. Ich glaube, der macht irgendwas mit Torten. 180. Der Torten-Tim. 180, 200 PS. Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Du kommst mit dem Lambo, egal was, vors Café und dann der hier. Ja. Hat der gewonnen. Jetzt würde mein Lieblingswort kommen, das sagen wir jetzt nicht, aber das wäre... Was ich geil finde, hat der Tim auch gesagt, ist die... Er wollte unbedingt Weißmannreifen, das machen wir nicht. Aber klar, 356 ist einfach eine andere Liga als 911. Ein originaler Speedster, was kostet sowas? 400, 500? Ja, ja. Ein Speedster? Ja, Speedster mit der flachen Scheibe, ja. Also das ist ein Repro. Aber wird auch nicht günstig gewesen sein, aber ein originales Auto bist du 3.000, 4.000, 500.000 Euro los. Ja. Je nach Ausstattung, Zustand, Historie. Geil. Ja. Ja, nee, da müssen wir auf jeden Fall ein Video zu machen, weil Leistung. Aber 200 PS in dem Ding fährt bestimmt schon stramm. 2,4 Liter. Ja, das ist doch Typ 4, glaube ich, dann, ne? Ja, Typ 1. Nee, Typ 1 mit CNC. Sägefräse, Köpfe, Porsche-Gebläse, Alu-Motor, Doppelwiedervergaser. Volles Projekt. Wahnsinn. Jetzt gucken wir uns mal deine Perle an hier. Ach mal. Ich werde nie vergessen, wie El Patron mit Zigarre auf dem Prüfstand die 3 Doppelweber durchgezogen hat. Ja. Das ist jetzt auch die Höhe, wie du immer fährst, ne? Das ist jetzt legal eingetragen.
Also tiefer geht aber auch nicht. Da macht es keinen Spaß. Ich habe selber den Innenraum noch gar nicht gesehen. Ne? Echt jetzt? Jetzt habe ich gar keinen Schlüssel dabei. Stimmt. Ja, also das ist meine absolute Traumkombination. Echt? Das ist wirklich, als ich das gesehen habe, war ich definitiv 100% neidisch, weil ein Oldtimer mit so einem roten Innenraum, und da muss man wirklich nochmal vollsten Respekt, Ron Nadelworks, wenn ihr jetzt so reinguckst, hätte man nicht gedacht, dass sie gemacht ist. Also weißt du, es gibt ja auch Ausstattungen, die sind neu, aber man sieht, dass sie auch neu sind. Und das hier könnte ja auch einfach eine alte Ausstattung sein, die einfach noch in so einem geilen Zustand ist, ne? Also die Qualität muss ich nach wie vor loben. Da hat der... Krass, Alter, sieht aus wie neu, ne? Würdest du verkaufen, das Ding? Nee, ne? Nee. Nee. Also, wenn es muss, dann ja. Aber so lange wie nicht, dann nicht. Außer meine Frau stellt mich vor die Wahl, aber... Geil, Aufkleber, arg teuer. Da haben mich voll viele drauf angesprochen, wo ich den Aufkleber her habe. Ja, weißt du, woher das kommt? Du kennst die Uhrenmarke Tag Heuer? Und das ist umgeändert in arg teuer. Ja. Kennst du auch Mitsubishi 3000 GT? Ja, das ist wieder beim Thema Vielfalt, ne? Ist wieder so eine Nummer, Alter. Wie kommt man auf die Idee, so ein Auto so flach zu machen? V6 Biturbo, ne? Ja. Andererseits, was soll ich erzählen? Lexus GS 300, ne? Ist ja auch so ein bisschen... Ja. Stehen auch viele Rallye-Golf, ne? Zweier Rallye. Weißt du, was ich bei den Autos immer geil finde? Dieser Ventildeckel. Das reingucken kannst, dass du da in die Nockenwellenräder reingucken kannst. Aber der hat den ganzen Motorraum links, rechts so verkleidet. Finde ich nicht ganz so geil. Ja, das ist so für mich, wenn ich an JDM-Tuning denke, irgendwie so. Ich bin da nicht so drin, aber so stelle ich mir das irgendwie vor. Tom seine Supra zum Beispiel, finde ich, dagegen ist so europäisch, klassisch. Ja, das ist so unser Stil halt, wie wir die Autos so bauen. Europäisch halt, genau. Ja. Unser Stil mit Ladergold. Unser Stil Ladergold, genau. Ja. Alter, was ist das hier? TCR. Bisschen aus wie so ein... Was ist das überhaupt für ein Auto? Wie ein TCR-Kit. Nein, was? Polo, ne? Wie? Ja. Ehrlich? Ja, 2013er Polo. Ja, aber die in Summe sieht schon geil aus. Also, stimmt. Was ich feiere, ist die fette geschraubte Pelle hinten. Sieht so richtig Dragslick-mäßig aus. Dann finde ich ja, ist der THD-Heck-Spoiler ist ein Muss. Ja. An der Supra. Und vorne die schmalen Räder, geil. Aber warte mal, waren das nicht immer Targas? Nee. Ja, kommt doch an, wie, wo, was, welches Auto. Ob EU, Japan und so weiter, Schweiz und so weiter. Ne? Ja, eine Sache will ich nur kurz zeigen, ist witzig. Von Hagen das Auto. Viertelmeile, ne? Also richtig Leistung, das Ding. Wie, wenn man diese ganzen extrem flachen Autos jetzt gewohnt ist. Ja. Wie so ein Auto auf Serienhöhe auf einmal. Ja gut, der fährt aber auch große Felgen mit dicke Reifen, ne? Ja, klar. Wobei das nicht viel größer als Serie ist. Ja gut, was ist das? Das ist die gleiche, das sind die 2,45, 40, 18 ist das. Ziemlich sicher. Ja gut, aber 18 Zoll mit so einem Reifen, ne? Naja. Weil das sind die gleichen habe ich für Limo auch. Auch über 1000 PS, das Ding. Wahnsinn. Ja, mittlerweile, das ist das Erschreckende, sind 1000 PS irgendwie so normal. Naja. Weißt du, was ich meine? Als Einstieg. Ja, früher so, boah, der 1000 PS, wow. Komm, lass einmal Opel gucken. Ich finde die Front einfach genial. Dieses alte. Gut, Opel-Zeichen hätte noch drauf gekonnt. Vor allem ist halt auch so ein Auto, wo man auch erstmal wieder aktuell noch so eine Basis kriegen muss, weil die werden ja alle tot sein. Ne? Da wird es wahrscheinlich ab und an mal so einen scheuen Fund mit einem kleinen Motor drin geben. Ja, das Problem ist, die haben auch alle gerostet. Die hatten ja keine verzinkte Karosse. Farbkombi ist halt so richtig klassisch, finde ich cool. Halt dieses Braun mit nochmal Braun und Beige. Mhm. Die Felgen hier ganz geil. Ja, das müssten eigentlich Stahlfelgen umgebaut auf dreiteilig sein. Ja. Alter, aber hier. Patronenhülsen. Ja. Was ist das? Schrotflinte? Cool. Ja, ja stimmt. Das wird eine Stahlfelge sein, die abgedreht ist. Genau. Und dann dementsprechend innen und außen mit dran. Schöne S-Klasse hier. Boah, guck mal, Jetta siehst du auch nicht mehr. Jetta-Coupé. Ich hatte. Genau das Auto hatte ich. Echt? Von 16 VG60. Haben wir leider, in Anführungsstrichen, das war so unsere erste Winterhure, die war jetzt aus heutiger Sicht, hätte man den behalten müssen, weil war aus Familienbesitz erster Hand.
zweitürige Jetta in weiß, 75 PS Automatik und auch so die passende geile Stoffausstattung dazu. Ne? Und hatte, keine Ahnung, 30.000 Kilometer oder so. Und dann haben mein großer Bruder und ich das Ding ziemlich maßgenommen in ein paar Winter. Ey, nochmal Opel. Auch geil, ne? Müsste auch ein Kadett sein, oder? Nee. Doch, Kadett B. Guck mal, die Räder, wie klein. Was ist das? 12 Zoll, 13 Zoll? 7 mal 13. Ja, vor allem, der Ansatz ist so hoch, ne? Ja. Als wenn das einer mit Absicht da so tief reingesetzt hat. Ist das so Serie? Was? Das hier? Ja. Ja, das Original. So hoch? Also, dass das so tief angesetzt ist, der Ausschnitt? Naja, also die Ausschnitte waren so bei den Dingern. Krass. Geil. Ich weiß nicht, ich finde die Dinger haben einfach klasse. Irgendwie ist Opel, müsste mehr sein. Die Leute werden uns auf jeden Fall gerade auslachen. Wir sagen, ich frage noch so, ob das ungeschweißt und so weiter. Das ist komplett eine ungeschweißte Originalkarosse. Ja, noch schlimmer. Die wurde gar nicht geschweißt, so nichts. Ja, ja, das wird mit einem anderen Rad und höher einfach anders wirken. Das ist jetzt gerade, weil wenn der so... Ja, der ist doch wahrscheinlich 6 Meter tiefer gelegt. Ja. Das ist immer das, was die mal alle früher gemacht haben. Diese Porsche-Ansaugbrücke weggeschnitten und so. Ja, aber das ist eine R2-Brücke. Ja, ja. R2-Brücke eingekürzt, also von 5 auf 4 Zylinder. Boah, ich glaube, da baut Michael seit 200 Jahren dran. Ehrlich. Elendig lange. Ist halt so ein bisschen so ein Kunstwerk dann. Genau. So, also machst du einfach Haube auf, guckst rein, weil ich glaube nicht, dass einer, der sich so ein Auto baut, das Ding auch richtig mit Turbomotor, mit drehenden Rädern. Er hat mir tatsächlich vorgestern noch erzählt, er ist dieses Jahr 5000 Kilometer mit dem Auto schon gefahren. Krass, sehr geil gedacht jetzt. Doch. 5000. Ja, alleine hier, Ronal, Turbo, mehrteilig und boah. Hat aber, finde ich, einen geilen Stil, das Auto. Mhm. Also, classic. Die, ja, aber schon ein bisschen besonders, weil so die Kombination aus Silber mit Schwarz in, Carbon, nichts Wildes machen, dafür aber solche Sachen, Tropfenspiegel in Carbon, wo man ja normalerweise sagen würde, nein, geht nicht, muss ein Chromspiegel ran, wie auch immer. Das ist schon cool. Mhm. Auch in Kombination mit schwarzen Stoßstangen, die nicht lackiert sind. Jeder würde ja beim einen sein, weil die Stangen lackiert. Ja, ja. Hier. Ja, vor allem noch einen, ne? Also, dass gleich zwei solche Lotus hier stehen. Ja, aber, boah. Wahnsinn. Wirklich, boah. Turbo Esprit. Alter, das Ding sieht aus, das ist ja irre. Das, ja, Armaturenbrett ist krass. Das Armaturenbrett, ne? Das ist so ein Special. Also, vor allem, Alter, wie eckig soll das Auto sein, so, ne? Ja. Guck mal, das ist ja eine Fläche, hinten drauf ist eine Fläche, die ganzen Seitenscheiben sind eine Fläche. Ja, krass. Ja. Ja, geil. Also, ich würde sagen, das war die Tuning Experience ins Essen Motorshow. Noch habt ihr Zeit, tatsächlich vorbeizukommen. Wir würden uns freuen. Kommt dieses Wochenende nochmal zur Essen Motorshow und nehmt die Bude hier auseinander, nehmt die Hallen auseinander. Also, ich muss wirklich definitiv sagen, unabhängig von der ganzen Messe, mich holt diese Tuning Experience beim Durchlaufen zum Beispiel mehr ab, wie als wenn ich jetzt irgendwo durchs Museum laufe. Und wenn wir jetzt jedes Auto zeigen wollen würden, müssten wir ein 3-Stunden-Video machen. So, ne? Und jedes Auto würde ja auch nochmal wieder eine Geschichte erzählen. Man kann sich die Schilder angucken. Also da muss man schon sagen, selbst wenn man jetzt nicht Typ ist, ich will mich über Ladeluftkühler, Fahrwerke, Bremsanlagen oder was weiß ich was informieren, nur zum Autos gucken, ist das definitiv die Reise wert hier. Lohnenswert, ja. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ein paar Videos kommen noch.